Wir sehnen uns nach Gottes Nähe, nach Leben und nach Glück. Wir warten und hoffen. Und doch, sie hören nicht auf, die dunklen Nächte in unserem Leben. Aber es gibt ein Feuer. Und dieses Feuer drängt die Nacht schon ein wenig zurück. Es gibt uns Funken der Hoffnung, dass die Nacht nicht das letzte Wort über unser Leben hat. Machen wir uns jetzt auf den Weg zu diesem neuen Feuer. Kommen Sie mit. Gehen Sie mit uns nach draußen zum Osterfeuer. Durch die dunkle Kirche und die Dunkelheiten unseres Lebens hindurch. Eingedenk dessen, dass Ostern anbrach, als es Nacht war. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen heute in dieser Nacht, in der wir die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus feiern. Ich freue mich, dass Sie den Weg gefunden haben. Jetzt, das Mikro ist nicht für draußen, sondern für drinnen. Die Gemeinde, die noch im Raum ist, kann uns jetzt auch hören. Miteinander in dieser Nacht ein Feuer zu entzünden in einer Welt voller Dunkelheit ist in sich schon eine starke Symbolik. Davon lebt diese Feier. Das Licht ist durch die Finsternis nicht zu löschen. Und so wollen wir zunächst das Feuer mal segnen. Ich glaube, ich brauche eine Brille. Allmächtiger, ewiger Gott, du wohnst in unzugänglichem Licht und doch bist du uns nahe. Gedenke der großen Taten, die dein Erbarmen gewirkt hat zu allen Zeiten. In der leuchtenden Feuersäule bist du in der Nacht dem Volk Israel auf seinem Weg in die Freiheit vorangezogen. Am Tag war die Wolke sichtbares Zeichen deiner wegbegleitenden Nähe.
In deinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, hast du alle, die an dich glauben, aus der Finsternis in dein wunderbares Licht gerufen und ihnen Anteil gegeben am Licht deiner ewigen Herrlichkeit. Allmächtiger, ewiger Gott, du Schöpfer der Welt und Quelle allen Lebens, wir preisen dich in deiner Größe angesichts des Feuers, das wir in dieser Nacht zu deinem Lob entzünden. Alles, was lebt, empfängt Atem, Wärme und Licht von dir. Wir bitten dich, entflamme in uns die Sehnsucht nach dem unvergänglichen und abendlosen Licht. Öffne unsere Augen für das Werk deines Erbarmens. Denn du hast diese Nacht erhellt durch die Auferweckung deines Sohnes. Segne dieses Feuer, das wir in dieser Nacht entzündet haben, und keine Finsternis kann es löschen. Die in der Friedhof und danach Osterkerz zünden. Kommt ihr mal? Heute, Anfang und Ende, Alpha und Omega. Sein ist die Zeit und die Ewigkeit. Sein ist die Macht und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Durch seine heiligen Wunden, die leuchten in Herrlichkeit, behüte uns. Und bewahre uns. Christus, der Herr. So wollen wir die Osterkerze hier an dem entzündeten Osterfeuer nun entzünden und dann hinter der Osterkerze in die dunkle Kirche hineinziehen. So verkünden wir in der Herzen. Folgen wir diesem Licht nun hinein in unsere Kirche und stimmen dort das Lumen Christi an.
Frohlocket, ihr Chöre der Engel, frohlocket, ihr himmlischen Herrscharen, lasset die Posaune erschallen, reiset den Sieger, den erhabenen König. Lob singe, du Erde, überstrahlt vom Glanz aus der Höhe, Licht des großen Königs umleuchtet dich. Siehe, geschwunden ist allen Orten das Dunkel. Auch du freue dich, Mutterkirche, umkleidet von Licht und herrlichem Glanze, töne wieder heilige Halle, töne von des Volkes mächtigem Jubel. Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, den verborgenen Gott, den allmächtigen Vater, mit aller Glut des Herzens zu rühmen und seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, mit jubelnder Stimme zu preisen. Er hat für uns beim ewigen Vater Adams Schuld bezahlt und den Schuldbrief ausgelöscht mit seinem Blut, das er aus Liebe vergossen hat. Gekommen ist das heilige Osterfest, an dem das wahre Lamm geschlachtet ward, dessen Blut die Türen der Gläubigen heiligt und das Volk bewahrt vor Tod und Verderben. Dies ist die Nacht, die unsere Väter, die Söhne Israels, aus Ägypten befreit und auf trockenem Pfad durch die Fluten des Roten Meeres geführt hat. Dies ist die Nacht, in der die leuchtende Säule das Dunkel der Sünde vertrieben hat. Dies ist die Nacht, die auf der ganzen Erde alle, die an Christus glauben, scheidet von den Lastern der Welt, dem Elend der Sünde entreißt, ins Reich der Gnade heimführt und einführt in die heilige Kirche. Dies ist die selige Nacht, in der Christus die Ketten des Todes zerbrach und aus der Tiefe als Sieger emporstieg. O unfassbare Liebe des Vaters, um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin. O wahrhaft heilbringende Sünde des Adam, du wurdest uns zum Segen, da Christi Tod dich vernichtet hat. O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden. Der Glanz dieser heiligen Nacht nimmt den Frevel hinweg, reinigt von Schuld, gibt den Sündern die Unschuld, den Trauernden Freude. O wahrhaft selige Nacht, die Himmel und Erde versöhnt, die Gott und Menschen verbindet. In dieser gesegneten Nacht, heiliger Vater, nimm an das Abendopfer unseres Lobes, nimm diese Kerze entgegen als unsere festliche Gabe. Aus
aus dem köstlichen Wachs der Bienen bereitet, wird sie dir dargebracht von deiner heiligen Kirche durch die Hand ihrer Diener. So bitten wir dich, o Herr, geweiht zum Ruhm deines Namens, leuchte die Kerze fort, um in dieser Nacht das Dunkel zu vertreiben. Nimm sie an als lieblich duftendes Opfer, vermähle ihr Licht mit den Lichtern am Himmel. Sie leuchte, bis der Morgenstern erscheint, jener wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht untergeht. Dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, der von den Toten erstand, der den Menschen erstrahlt im österlichen Licht, der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Was ist Hoffnung? Sich erzählen lassen von dem, was war, und davon sprechen, was uns womöglich noch blühen kann. Lassen wir uns nun erzählen von dem, was war, von der Welt, wie Gott sie gemacht hat, vom Menschen, wie er seinen Weg sucht und findet, von unserem Gott, der sich zeigt und verbirgt. Warten wir im Schein des österlichen Lichtes auf das, was uns noch blüht. Lesung aus dem Buch Genesis. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und leer. Finsternis lag über der Urflut, und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Es wurde Abend, und es wurde Morgen, erster Tag. Und Gott sprach, ein Gewölbe entstehe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. So geschah es. Und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und es wurde Morgen, zweiter Tag. Und Gott sprach, das Wasser sammle sich an einem Ort, damit das Trockene sichtbar werde. Das Trockene nannte Gott Land, das angesammelte Wasser nannte er Meer. Dann sprach Gott, das Land lasse junges Grün wachsen, alle Arten von Pflanzen und Bäumen. So geschah es. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, dritter Tag. Und Gott sprach, Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Es wurde Abend und es wurde Morgen, vierter Tag. Und Gott sprach, das Wasser wimmle von lebendigen Wesen, und Vögel sollen über dem Land dahinfliegen. Gott schuf alle Arten von großen Seetieren und von Vögeln. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Fünfter Tag. Und Gott sprach, das Land bringe alle Arten von lebendigen Wesen hervor, von Vieh, von Kriechtieren und von Tieren des Feldes. So geschah es.
Dann sprach Gott: Lass uns den Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. So schuf Gott den Menschen. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und es war sehr gut. Es wurde Morgen, es wurde Abend und es wurde Morgen, sechster Tag. Und Gott vollendete das Werk, das er geschaffen hatte. So wurden Himmel und Erde. So wurde es Abend und Morgen, siebter Tag. So wurde es Abend und Morgen, dieser Tag. Wir haben ein Ziel, das vorausliegt. Wir spielen uns ein auf deine Zukunft, sagen und singen: Alles ist gut, was du gemacht hast. Mühselig, langsam, in Hoffnung und Furcht gestalten wir deine Verheißung aus. Bauen wir an der Stadt des Friedens, an der neuen Schöpfung, wo du uns Licht bist, alles in allem. Bring uns an ein glückliches Ende, Freund des Lebens. Lesung aus dem Buch Genesis. Als Gott sah, dass die Menschen sich mehr und mehr von ihm abwandten, bereute es ihn, dass er den Menschen gemacht hatte. Nur Noah hatte in seinen Augen Gnade gefunden, denn er war gerecht und liebte Gott. Da sprach Gott zu Noah: Ich will eine große Flut über die Erde kommen lassen und alles Böse vernichten. Mit dir aber will ich meinen Bund schließen. Baue eine Arche. Von allen lebenden Wesen sollst du zwei in die Arche aufnehmen, damit sie mit dir am Leben bleiben. Und Noah tat alles so, wie Gott es ihm gesagt hatte. Nach sieben Tagen brachen die Wasser der Flut über die Erde herein. Der Regen strömte auf die Erde 40 Tage und 40 Nächte lang. Alles, was auf der Erde lebte, starb. Vögel, Vieh, Wild und alle Menschen. Nur Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Da gedachte Gott des Noah und er ließ Wind über der Erde wehen, sodass das Wasser fiel und die Berge wieder zum Vorschein kamen. Nach
40 Tagen öffnete Noah das Fenster der Arche und ließ eine Taube fliegen. Die Taube kam am Abend zurück und trug ein frisches Blatt eines Ölbaumes im Schnabel. Da erkannte Noah, dass sich das Wasser von der Erde verlaufen hatte. Und er wartete nochmals 7 Tage und ließ wieder eine Taube fliegen. Diese Taube aber kehrte nie wieder zu ihm zurück. Und Gott sprach zu Noah: Gehe aus der Arche. Noah tat, was der Herr ihm gesagt hatte, baute Gott einen Altar und brachte Brandopfer dar. Als der Herr den lieblichen Duft roch, sprach er bei sich: Nie wieder will ich die Erde verfluchen, nie wieder soll alles Leben vernichtet werden. Und Gott segnete Noah und seine Nachkommen und sprach: Heute schließe ich meinen Bund zwischen mir und euch. Als Zeichen dieses Bundes stelle ich einen Regenbogen in die Wolken. Immer wenn der Bogen erscheint, werde ich ihn ansehen, um des ewigen Bundes zu gedenken, den ich heute geschlossen habe. Baue deine Arche über den Scherben und Trümmern deines Lebens. Setze dich aus. Und wage das Überleben. Überstehe. Lebe über all dem, was dich unterkriegt. Und hoffe. Traue der Taube und der Hand, die sie aussendet. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen wohnte das Volk Israel in Ägypten. Lange Jahre lebten die Israeliten in Sklaverei, und ihr Rufen stieg zu Gott empor. Gott hörte sie und gedachte seines Bundes. Da sprach der Herr zu Mose: Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen und aus Ägypten flüchten. So zogen sie fort, und der Herr ging vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen, bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie Tag und Nacht unterwegs sein. Als man dem König von Ägypten meldete, das Volk sei geflohen, ließ er seine Streitwagen anspannen. Die Ägypter jagten mit allen Pferden und Streitwagen des Pharao hinter ihnen her und holten sie ein. Da erschraken die Israeliten sehr und schrien zum Herrn, und zu Mose sagten sie: Was hast du uns da angetan? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Haben wir dir in Ägypten nicht gleich gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen Sklaven der Ägypter sein? Denn es ist für uns immer noch besser, Sklaven der Ägypter zu sein, als in der Wüste zu sterben. Mose aber sagte zum Volk: Fürchtet euch nicht, bleibt stehen und schaut zu, wie der Herr euch heute rettet. Und der Herr sprach zu Mose: Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und du hebe deinen Stab hoch,
streck deine Hand über das Meer und spalte es, damit dein Volk trockenen Fußes hindurchziehen kann. Die Ägypter aber sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Mose streckte seine Hand über das Meer aus, und die Israeliten zogen ungehindert ans andere Ufer. Die Ägypter setzten ihnen nach, alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter. Mose aber streckte seine Hand wieder über das Meer. Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter. Nicht ein einziger von ihnen blieb übrig. Da stand Mose auf und sang dem Herrn dieses Lied. Als die Rosse des Pharao, seine Wagen und Reiter in das Meer hineinkamen und Jahwe die Wasser des Meeres auf sie zurückfluten ließ, nachdem die Israeliten auf trockenem Fuß durch das Meer gezogen waren, dann nahm die Prophetin Miriam, die Schwester des Aaron, die Pauke zur Hand und alle Frauen zogen mit Pauken und Reigen hinter ihr drein. Da stand Miriam auf und sang dem Herrn dieses Lied.
Ewigkeit. Auf und davon, ein ganzes Volk, in der Nacht, fortgezogen aus dem frohen Land am Nil. Weg unter der Wolke, unter der Feuersäule ans Schilfmeer. Ja, der Weg der Befreiung geht immer durch Feuer und Wasser, zwischen Mauern. Möglicher Weg ins Unmögliche. Man weiß nie genau, was daraus wird. Aussichtslos hat man zu gehen. Umkehren geht nicht. Das Leben liegt immer vorne. Lesung aus dem Buch Jeremia. Seht, es werden Tage kommen, Spruch des Herrn, in denen ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund war, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihr Gebieter war, Spruch des Herrn. Denn das wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe. Ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihr Herz. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ich mache einen neuen Anfang, Spruch des Herrn. Es hat schon begonnen. Merkt ihr es nicht? Gottes Geschichte mit seinem Volk. Und weiter geht sie bis in unsere Tage. Umfassend alles. Ekstase und Trauer. Liebe und Hass. Bleibt. Singen wir dennoch unser Lied gegen den Tod und hoffen, dass sie weitergeht. Gottes Geschichte mit seinem Volk, seine Geschichte mit uns.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala früh morgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen dorthin, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenwände liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenwände liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Nehmen Sie gerne Platz. Liebe Kinder, wenn ihr noch wach seid, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, ich wünsche Ihnen und euch allen frohe Ostern. Und ich glaube, in den nächsten Tagen werden wir das noch häufiger hören. Frohe Ostern. Und ich glaube, es ist vielleicht gar nicht falsch, einmal darüber nachzudenken, was heißt das eigentlich? Frohe Ostern. Was macht Ostern denn froh? Als ich beim Friseur war, fragte ich die Friseurin, was sie denn an Ostern machen würde. Und dann sagte sie, Gott sei Dank habe ich frei und hoffe auf ein schönes Wetter. Das klang beinahe wie so eine Art Erlösung. Freie Tage, nicht arbeiten müssen. Das war für sie irgendwie etwas Frohmachendes. Ich glaube, dass es sogar vielen Menschen so geht, die hart arbeiten, viel arbeiten müssen und froh sind, dass Ostern freie Tage schenkt. Bei manch einem klingt das schon wirklich wie eine Art Erlösung. Vielleicht ist das eine Spur von Erlösung. Das Wort Erlösung löst jedenfalls oft einige Erfahrungen aus. Nicht mal unbedingt im religiösen Sinne. Wenn jemand Erlösung herbeisehnt, dann geht es auf jeden Fall immer um etwas Wichtiges, manchmal sogar um etwas Überlebenswichtiges oder Lebensbedrohliches. Jedenfalls wohl nie geht es um Unwichtiges. Wenn jemand auf einen medizinischen Befund wartet und es kommt die erlösende Botschaft, alles okay. Es ist so ein Moment, wo man etwas hört, was einem Erlösung schenkt. Da bittet jemand um Entschuldigung und ist erlöst, als ihm die erlösende Geste, das Wort der Versöhnung geschenkt wird. Und wer schon mal die Erfahrung gemacht hat, dass mitten im Leben plötzlich eine große Sorge auftritt, um die Kinder, um einen geliebten Menschen, der weiß um die Kraft der Erlösung. Deshalb können wir uns auch gut an erlösende Momente erinnern. Sie gehören oft zu den glücklichsten Momenten unseres Lebens und sie sind nicht machbar. Ich kann mich nicht selbst erlösen. Solche Momente sind geschenkte Momente. Wenn wir Christen heute Nacht auf der ganzen Welt, auch manche unter Gefahr, unter Bomben, Terror, Krieg, die Auferstehung Jesu von den Toten feiern, dann feiern wir Erlösung. Dann feiern wir die frohmachende Botschaft, vom Tod erlöst zu sein. Jesus Christus gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferweckt von den Toten. Das ist eine freimachende, eine frohmachende, erlösende Botschaft in einer Welt, die wenig Frohmachendes und Erlösendes zu verkünden hat. Und vielleicht tun wir uns deshalb auch so schwer mit dieser Botschaft vom Leben über den Tod hinaus, weil wir häufig Gegenteiliges erfahren. Wie in den letzten Monaten und Jahren, jeden Tag Krieg, Terror, Not, Leid, Hunger und immer die schrecklichen Bilder dazu. Kann ich an Auferstehung glauben, wenn ich im Leben keine erlösende Erfahrung mache? Wenn einfach zu viel Karfreitag und nur wenig Ostern vorkommt? Was ist eigentlich das Gegenteil von Erlösung? Ist das das Gegenteil von Erlösung? Was ist, wenn es kein Happy End gibt? Wenn der Arzt sagen muss, es ist Zeit, sich zu verabschieden? Ich glaube, dass es dann so etwas wie eine Art Verzweiflung ist. Wenn die Hoffnung auf ein gutes Ende schwindet, wenn wir auf unseren Todesanzeigen nur uns selbst zurücklassen, wenn wir NOZ Ostern zu einem April-Scherz macht, kann Ostern dann nicht doch eine befreiende und erlösende Botschaft sein, eine Befreiung vor dem Nichts?
Ist es da nicht sogar lebensnotwendig, vom Ostermorgen zu erzählen, davon, wie die Frauen das leere Grab entdecken, wie sie ihn sahen, wie er Maria sagt und wie ihnen ein Stein vom Herzen fällt. Stein vom Grab war weggerollt. Und wie aus Verzweiflung und Trauer zaghaft Hoffnung wird. Es ist dann nicht sogar sehr heilsam und befreiend, vom Leben, Sterben und der Auferstehung Jesu zu erzählen, eben davon zu erzählen, dass der Grabstein auf meinem Grab nicht der Schlussstein ist. Seelsorgerinnen und Seelsorger in unseren Kliniken erleben immer wieder erlösende Begegnungen, gerade am Ende des Lebens, wenn ein Mensch sich auf das Sterben vorbereitet. Ein Seelsorger erzählte von einer Begegnung mit einem Mann, der lange als Polizist gearbeitet hat und der sich auf das Sterben vorbereitete im Krankenhaus. Der ältere Mann erzählte davon, dass es für ihn in seinem Beruf immer sehr erfüllend war, wenn es ihm gelungen war, ein Verfahren einzustellen, wenn zwei Kontrahenten doch noch einen Weg zueinander fanden. Der Mann betete, empfing das Sakrament der Krankensalbung und der Versöhnung. Und als der Seelsorger ihm mit einem Lächeln sagte, dass nun alle Verfahren gegen ihn im Himmel eingestellt sind, konnte der Mann mit einem erlösenden Lächeln wenige Tage später sterben. Versöhnung, die so unendlich notwendig ist, kann unglaublich befreiend sein. Jemand sagte mal, nicht verzeihen können, das ist so, als wenn wir nach hinten leben. Einander verzeihen zu können, ist Zukunft, ist Leben. Es braucht erlösende Ostermomente, von denen wir als Christen auch vielfach erzählen können. Es gibt so viele Begegnungen, und in Jesus selbst können wir solche Begegnungen noch weiter erzählen. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Wie befreiend ist das? Er hat Erlösung geschenkt den Menschen, die durch Krankheit und Verachtung ausgegrenzt waren. Sie haben Heilung gefunden. Manchmal reicht es schon seine Nähe. Heute erfahren Menschen die Nähe Christi sogar in seinem Wort. Einfach mal die Bibel in die Hand genommen und auf einmal eine Nähe. Und er ist auch aggressiven Menschen, wie wir sie heute auf der ganzen Welt erleben, friedfertig begegnet. Lehrte Gewaltlosigkeit und Nächstenliebe, all das sind Dimensionen, die heute auf grausame Weise Lärm und Krieg untergehen von machtbesessenen Despoten. Er hat Erlösung so gelebt, dass zu spüren war, dass er von Gott kommt, dass in ihm Gott zu erkennen ist. Und auch dann scheitert dieser wunderbare Mensch, verraten, verkauft, durch den Tod beseitigt, ein Karfreitagsmoment, der alle Hoffnung zerstört, wie das so oft Menschen in dieser Zeit erleben. Und doch kommt Ostern, der Ostermorgen. Ein unbegreifliches Ereignis, ein Moment der Erlösung, der Hoffnung und des Lebens. Auf einmal ist alles wieder da. Ich habe den Herrn gesehen, verkündet Maria von Magdala. Eine erlösende Botschaft, die alles bisher Gesagte übersteigt. Und von da ab an, von diesem Ostermorgen ausgehend, tragen die Jüngerinnen und Jünger eine Hoffnung in sich, die ihnen niemand mehr nehmen kann. Nicht einmal der Tod. Können mit ihm weiterleben. Anders, aber voller Hoffnung und mit einer Botschaft, die Erlösung schenkt. Nächstenliebe, Gewaltlosigkeit, das Böse durch das Gute überwinden, all das, was sie durch das Leben Jesu erfahren haben, all das verkünden sie nun weiter und es hat auch uns erreicht. Und bis heute dürfen wir nicht schweigen, sondern diese Botschaft durch unser Leben
übersetzen. Und auch wenn es seit 2000 Jahren nicht wirklich gelingt, die Welt wieder zu einem Paradies zu machen, so sehe die Welt doch anders aus, wenn wir mit diesem konkurrenzlos guten christlichen Menschenbild weltweit nicht unterwegs wären. Es ist immer noch die Kraft der Liebe, die dazu führt, dass Menschen Erlösung erfahren dürfen und Erlösung verschenken. Der Tod, der hinter dem Grabstein lauert, der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Und deshalb sind wir Christen keine Kandidaten für Verzweiflung, sondern Menschen, die die Auferstehung im Herzen tragen. Und so können wir uns in diesen Tagen mit einem Lächeln frohe Ostern wünschen. Amen. Seit frühesten Zeiten schon ist die Taufe das österliche Sakrament. Durch sie haben wir Anteil erhalten am Ostersieg Jesu und am Leben bei Gott. Von dieser Gewissheit schreibt Paulus in seinem Brief an die Römer. Schwestern und Brüder, wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind auf seinen Tod getauft worden. Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod. Und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Wenn wir aber mit ihm gleich geworden sind in seinem Tod, dann werden wir mit ihm auch in seiner Auferstehung vereinigt sein. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, in dieser Nacht werden in vielen Gemeinden Kinder oder auch Erwachsene getauft. Auch hier, in diesem Taufbrunnen, kommen immer wieder Familien zusammen, um ihre Kinder und manchmal auch Erwachsene, dass sie hier getauft werden. In dieser Nacht wollen wir uns an unsere eigene Taufe erinnern. Das Geschenk, das uns von Anfang an zusagt, dass wir für das Leben bestimmt sind. Liebe Schwestern und Brüder, wir wollen nun die Gnade Gottes
herabrufen, damit alle, die aus diesem Taufbrunnen das neue Leben empfangen in Christus, Kinder Gottes werden. Wir bitten auch für alle, die in dieser Nacht auf der ganzen Welt das Sakrament der Taufe empfangen. Und wir stellen uns hinein in die große Gemeinschaft der Glaubenden, zu denen auch die Heiligen gehören, Menschen, die etwas heil gemacht haben in dieser Welt. Bitte für uns.
allmächtiger, ewiger Gott, deine unsichtbare Macht bewirkt das Heil der Menschen durch sichtbare Zeichen. Auf vielfältige Weise hast du das Wasser dazu erwählt, dass es Hinweise auf das Geheimnis der Taufe. Schon im Anfang der Schöpfung schwebte dein Geist über dem Wasser und schenkte ihm die Kraft zu retten und zu heiligen. Selbst die Sintflut war ein Zeichen der Taufe, denn das Wasser brachte der Sünde den Untergang und heiligen Leben und heiliges Leben entstand. Als die Kinder Abrahams aus Pharaos Knechtschaft befreit, trockenen Fußes das Rote Meer durchschritten, da waren sie ein Bild deiner Gläubigen, die durch das Wasser der Taufe von der Knechtschaft des Bösen befreit sind. Allmächtiger, ewiger Gott, dein geliebter Sohn wurde von Johannes im Jordan getauft und von dir gesalbt mit heiligem Geiste. Als er am Kreuz hing, flossen aus seiner Seite Blut und Wasser. Nach seiner Auferstehung befahl er den Jüngern, geht hin und lehret alle Völker und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Allmächtiger, ewiger Gott, schau gnädig auf deine Kirche und öffne ihr den Brunnen der Taufe. Dieses Wasser empfange die Gnade, deinen eingeborenen Sohn vom Heiligen Geist, damit der Mensch, der auf dein Bild hin geschaffen ist, durch das Sakrament der Taufe gereinigt wird, von der alten Schuld und aus Wasser und Heiligem Geist aufersteht zum neuen und ewigen Leben. Durch deinen geliebten Sohn steige herab in dieses Wasser die Kraft des Heiligen Geistes, damit alle, die durch die Taufe mit Christus begraben sind, in seinem Tod durch die Taufe mit Christus auferstehen zum ewigen Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. An dieser Stelle wollen wir nun wie bei jeder Taufe an unsere Taufe denken und Taufversprechen erneuern. So frage ich euch, liebe Schwestern und Brüder, widersagt ihr dem Bösen, dem egoistischen Missbrauch unserer Welt, dem gewissenlosen Umgang mit allem, was lebt? Ich widersage. Widersagt ihr dem Bösen, der Ausnutzung von Menschen, allem Unrecht und der Missachtung des Lebens? Ich widersage. Widersagt ihr allen Mächten unserer Welt, die zum Tod führen, mit allem, was der Botschaft von der Liebe Gottes widerspricht? Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Maria, der gelitten hat und begraben wurde, von den Toten auferstand und zu Rechten des Vaters sitzt? Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben? Der dreieinige Gott begleite uns auf unserem Weg des Glaubens und öffne unser Herz für seine Nähe. So empfangen wir mit dem geweihten Wasser als Erinnerung an unsere Taufe diesen Segen in der Tauferneuerung und singen dazu: Fest soll mein Taufbund immer stehen. Thank you.
In österlicher Freude beten wir zu Jesus Christus, der uns durch seine Auferweckung neues Leben geschenkt hat. Für alle, die die Erfahrung der Auferstehung für ihr Leben herbeisehen. Schenke ihnen Mut, ihrer Sehnsucht Glauben zu schenken. Christus, du unser Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Menschen in der Ukraine und in allen Kriegsgebieten der Erde. Für alle, die fliehen müssen vor Krieg und Terror. Christus, du unser Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die mit der Karfreitagserfahrung weiterleben müssen. Lindere ihre Schmerzen und ihr Leid und lass sie spüren, dass du ihnen auch in dunklen Zeiten nahe bist. Christus, unser Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die von der Kirche enttäuscht sind, lass sie Vertrauen zurückgewinnen. Christus, du unser Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen, führe sie vom Tod zum Leben, aus der Dunkelheit in dein Licht. Christus, du unser Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. So bitten wir durch Jesus, den du als Ersten von den Toten auferweckt hast. Dich preisen wir jetzt und in Ewigkeit. Amen. Die Kollekte an diesen Ostertagen erbitten wir für die Sanierung unserer Kirche. Vielen Dank.
Herr unser Gott, so nimm die Gebete und Gaben deines Volkes an und gib, dass diese österliche Feier, die im Opfer des wahren Osterlammes ihren Ursprung hat, uns zum ewigen Heil führt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diese Nacht aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt in dieser Nacht der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und beten und singen zum Lobe deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir in dieser Nacht vor dein Angesicht und voll Vertrauen bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte dir Dank. Brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod, Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, mit dir zu leben. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Welt und vollende dein Volk in der Liebe. Verein mit unserem Papst Franziskus, unserem Weihbischof Johannes und mit allen Frauen und Männern, Kindern und Jugendlichen, die du zu einem Dienst in deine Kirche berufen hast.
Gedenke auch jener, die an diesem Osterfest aus dem Wasser und dem Heiligen Geist zum neuen Leben in der Taufe berufen sind. Gedenke aller unserer Schwestern und Brüder, die verstorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen, um die wir trauern und für die wir in diesen Tagen beten. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit Maria, der Mutter Jesu, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Bonifatius, der heiligen Maria Magdalena und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. In der Taufe haben wir seinen Namen empfangen, wir tragen seinen Namen. Und so lasst uns mit seinen Worten in dieser Nacht beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und der Friede dieser Nacht, der Friede unseres Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt, dieser Friede sei alle Zeit mit euch. Schenken wir ein Zeichen des Friedens und wünschen wir uns ein gesegnetes Osterfest. So seht Christus von den Toten auferweckt, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Ja, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Und Jesus sagte Maria.
Lasst uns beten. Herr unser Gott, du hast uns durch die österlichen Sakramente gestärkt. Schenke uns den Geist deiner Liebe, damit deine Gemeinde ein Herz und eine Seele wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen hier heute Abend in der Kirche, aber auch allen, die uns vielleicht zu Hause jetzt zugesehen haben, ein frohes und gesegnetes Osterfest. Dankeschön. Am besten ist das, wenn man das mit einem Lächeln sagt. Vielleicht weiß der ein oder andere auch noch einen Witz, den man sich zwischendurch erzählt. Es wird ja auch gesagt, dass Josef von Arimathea Schimpfe gekriegt hat von seiner Frau, weil er das Grab weggegeben hat. Und dann hat er zu seiner Frau gesagt, ist nicht so schlimm, ist nur für ein Wochenende. Insofern gibt es auch schöne Erzählungen über all das, was geschehen ist. Geben Sie die Freude dieser Nacht gerne weiter an die Menschen, mit denen Sie zusammen sind, mit denen Sie leben, für die Sie vielleicht auch da sind. Danken möchte ich unseren Kantorinnen und Kantoren, unserem Organisten, auch unseren Messdienerinnen und Messdienern, unserem Kommunionhelfer, den Küsterinnen, auch alle, die für den Blumenschmuck gesorgt haben, sodass es in diesen Tagen eine sehr festliche, schöne Kirche ist, die es sich sicher lohnt, immer mal wieder zu besuchen. Ein Hinweis noch: am Ostermontag laden wir um 10.30 Uhr zum Familiengottesdienst ganz herzlich ein. Anschließend ist auch Eiersuchen für die Kinder im Pfarrgarten. Wenn Sie denn wach sind, können Sie mitsuchen. Die Kleine hat das doch gut überstanden mit der Feier jetzt. Die ist wunderbar eingeschlafen, als ich angefangen habe zu predigen. Ihnen allen noch einen gesegneten Abend, und Sie sind alle eingeladen, noch ins Pfarrzentrum mitzukommen. Dort ist die Agape vorbereitet, bunte Eier und ein Zusammensein. Kommen Sie gerne mit und bleiben Sie noch ein bisschen zusammen. Und so wollen wir Gottes Segen erbitten. Der Herr sei mit euch. In dieser Nacht, die erhellt ist durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, segne euch der gütige Gott und bewahre euch vor der Finsternis der Sünde. In Christus haben wir Anteil am ewigen Leben. In ihm führe euch Gott zur unvergänglichen Herrlichkeit. Unser Erlöser hat uns durch die Tage seines Leidens zur österlichen Freude geführt. Er geleite euch alle Tage des Lebens bis zu jener Osterfreude, die niemals endet. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht in den Frieden, Halleluja, Halleluja.